Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, das ist Let's Play Pokémon Ultrasonne. So, schön, dass ihr wieder dabei seid. Also, ich glaube, wir hatten in den letzten paar Stunden unsere Pokémon mehr, also aufgedingst, uns um die gekümmert. Aber da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, weshalb wir es jetzt einfach nur mal fit machen, um sicher zu gehen, dass wir uns um sie gekümmert haben. Es sieht aber, ja. Gut. Dann haben wir das gemacht. Das ist sehr schön. Kann man hier aus der Bude gleich wieder rausgehen. So. Und jetzt sind wir am Blätzerhügel. Und hier müssen wir auch hin, oder? Sieht zumindest sehr interessant aus hier. Und in der Tat. Wer ist denn das? Tracy. Hallo. Mein Name ist Tracy. Ich bin der Captain des Blätzerhügels. Du bist auf der Insel Wandersaft, stimmt's? In der Tat, das bin ich. Dann willst du sicher an meiner Prüfung teilnehmen. Ja, bitte. Ich will an Tracys Prüfung teilnehmen. Und das ist das, was wir in dem Part hier machen. Alles klar, dann erkläre ich dir schnell, wie meine Prüfung funktioniert. Das Ziel besteht darin, eine Reihe ganz bestimmter Pokémon. Ach, wozu die Geheimniskrämerei? Espresse von einer Reihe Lusardin, die du stromabwärts treiben, sollst, um somit das Herz der Pokémon herbeizurufen. Aber bevor du jetzt deine Badehose auspackst, oh Gott, habe ich ein Geschenk für dich. Das wird lustig. Okay, Lapras kann nun per Pokéfunk herbeigerufen werden. Nimmst du auf den Rücken von Lapras Platz, kannst du dich übers Wasser fortbewegen. Das sollte dir dabei helfen, die Pokémon stromabwärts zu treiben. Da bin ich jetzt gespannt. Also dann, folgt mir bitte. Das wird jetzt bestimmt lustig. Oh mein Gott. So, was sagt der hier? Okay, nix sagt der. So, da bin ich. Da bist du ja endlich. Ja, wie war nochmal dein Name? Ach ja, David. Ein wirklich schöner Name. Und der passt so gut zu dir. Ja, danke. Siehst du die beiden Wasserwirbel da drüben? Ich bin jetzt blind? Also ja, ich kann sie sehen. Ich vermute, dass hinter einem davon Lusardin verstecken können. Vielleicht lassen sie aber auch in beiden Wasserwirbeln Lusardin auffinden. Lusardin. Wer weiß. Warum hüpfst du nicht gleich auf den Rücken von Lapras und haust einfach mal nach? Ja, das will ich doch jetzt gerade machen. Wo ist denn der? So, jetzt hat es sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Hä? Wie kommt jetzt doch ein Pokémon-Kampf jetzt hier noch? Ich dachte, ich bin gerade in der Prüfung. Und auf einmal kommt dieses Kindergartenmädchen hier an, diese Backpackerin Annika. Und möchte, dass ich mit der jetzt hier. Okay. Ja gut, komm, ich mach mir schnell. Ach, mit einem kleinen Vogel, ich mach mal schnell kalt. Vor allem, wenn ich mein Herzer Pokémon rauspacke, dann ist die am Arsch. Aber okay, mit Glut sollte das Vögelchen ja auch relativ schnell weggehen. Ja, das ist eher eine der Leisteren, die nicht wirklich viel Schaden bei mir macht. Und jetzt schon down ist. Also. So. Hätte sich nicht mit mir anlegen sollen, ja? Okay. Gut, kann ich jetzt hier weitermachen? Genau, und jetzt haben wir wieder hier solche Pokémon. Oh Gott. Keine Ahnung, was genau gegen die hilft.
Wir werden es jetzt aber gleich vermutlich sehen. Und probieren wir einfach mal Glut. Das ist jetzt rein experimental. Hilft aber nicht viel. Wie sieht es denn mit dem Kratzer aus? Vielleicht hilft das mehr. Ich weiß es nicht. Ja! Das hilft aber viel mehr. Gut. Der hat aber auch eine ganz sehr effektive. Aber trotzdem, ich hole hier nochmal einen Kratzer rein. Oh Gott, als ob der mich da einfach nicht weg ist. Jetzt bin ich dann aber weg. Nee, lol, ich ja lol nicht mal. So, jetzt ist er weg. Sehr schön. Aber Cat Hank geht auch nur mit 6 EP-Punkten nicht mehr sehr weit oben. Das ist natürlich nicht so praktisch für Cat. Und hier ist das zweite Strudel. Und hier ist wieder ein Pokémon drin. Wie soll es denn auch sonst sein? Diesmal ist ein Fisch drin, okay. Ein Loser-Diener sein. Das ist doch die, um die wir uns eigentlich kümmern sollten, oder nicht? Also komisch ist, dass es gerade ein anderes war. So, jetzt tue ich es aber erstmal geschwind. Mir einen Trank geben. Damit ich wieder ein bisschen mehr Leben bekomme. Trank und ich darf. Mann, ich will Trank. Jetzt. So. Und zwar so Cat. Ich hoffe, das hilft jetzt. Ja. So, bei diesem Fisch auch mal Kratzer. Ich glaube, der ist mit zwei Kratzern. Fische müssen noch relativ einfach. Das ist auch zielführend. Ui. Aber das war effektiv. Jetzt ist Kätze mal weg. Aber was zum Glück, dass ich noch ein paar Pokémon mehr habe, die nach und nach eingesetzt werden können. Und zum Teil auch ganz was drauf haben. Ja, wenn wir erstmal ein Tackle, vielleicht weiß ich nicht, was dagegen hilfreich ist. Joa, Tackle ist hilfreich, ne? Weil es wurde ja besiegt, ne? Kann man das Team Express nicht beschweren. So. Jetzt, Gut, das Lustige, den ich mit seinem Artgenossen drum abwärts geflohen. Saubere Arbeit, David. Lass es nicht locker und verfolge die Lusardin weiter stromabwärts. Ach okay, also wie? Ich muss jetzt... Wie? Halten wir lieber, das ist schön. Ja, aber heißt, ich muss jetzt, das hin. Meinte doch Strom abwärts, oder? Strom abwärts heißt für mich, dass ich da rein muss. Frage ich den nochmal. Wo sind die jetzt eigentlich hin? Weil ich wollte gerade mal fragen, was denn aus jetzt eigentlich machen muss, aber wenn das jetzt mal auftaucht. Weil das ist ja auch jemand anderes, ne? Hä? Ich hab hier nichts, aber es muss doch. Es muss doch nach unten, ne? Dachte ich zumindest. Weil hier ist ja kein Strudel mehr. Vielleicht muss ich hier dann doch raus.
Und das heißt, geht's ja auch nicht nach unten. Ah, hier! Ah, jetzt kapiert es. Verdammt. Ich bin ja auch dumm, aber erstmal rausfinden, wo der Weg ist, ne? Okay. Ja, ja, ich. Ach, verdammt. Was tut es nicht, wenn ich scheiße? Ja, ich will es nutzen, ne? Danke. So, ist dummes Kind. Und hier mal wieder an Losgardine. Und das geht jetzt dann mit Tackle. Wieso kommt jetzt der Slimer? Whatever. Aber ein Pfund soll ja effektiv sein. Ui, der Backpfeifen, die hat aber gesessen. Keine Hilfe, das ist nicht gerest. Oh, jetzt sind zwei auf einmal. Okay. Wir machen erstmal das eine, dann das andere Blatt. Also machen wir es erstmal auf das Reste. Ich tue einfach keinen Schaden zu nehmen. Das ist sehr interessant. So. Dann mache ich einfach weiterhin Fund, ne? Wie gesagt, solange bis die weg sind. Ja, kann man ja machen. So. Die klappen mir wieder mit der Hand. Könnt ihr auch, indem ihr auf den Daumen nach oben klickt. Das sollte jetzt aufhören mit meiner ganzen Stash-Filmung. Yay, das eine ist immer weg, das ist gut. Und das andere wird jetzt auch gleich was wenden. Dafür werde ich nämlich sorgen. Denn so complicated ist es nicht. Ich behalte aber erstmal die bekannten Attacken. Jetzt machen wir nochmal einen Fund. Fuck, aufs falsche Pokémon. Mann, ich bin ja auch dumm. Ach, dann macht's erst das andere, ja, dann okay. Aber diese Backpfeifen, diese. Das machst du einfach mal so. Habt ihr gehört? Sowas tut weh. So. Letzterweise macht das da gleich zu der linken. Was? So. Irgendwie tun seine Attacken viel stärker, aber meine nicht. Das ist sehr interessant. Und in dem Fall auch mein Vorteil, weil das Slime ist einfach null Schaden zu nehmen. Aber alles andere, was dem in Wege ist, einfach rasieren kann. Und das ist sehr angenehm. In dem Fall habe ich jetzt die Dinger hier rasiert. Was sehr schön ist. So, yay, ist der Geist Level 19. Das ist sehr schön. Und die gehen wieder nach unten. Also. Saubere Arbeit, David. Das ist das Lockel in Folge, die losredet weiter Strom abwärts. Okay. Vermutlich muss dann auf die andere Seite und vermutlich kann es auch da wieder nicht mit dem Ding runter. Ich stimme so, genau, dem ist so. Eigentlich auch vermutlich hier, dass ich hier raus muss. Und hier lang muss. Zu langsam Blick ist, wie das hier funktioniert. Und wie aus Teleporthalissen wird die Versalz auch gleich wieder da sein. Kommt her, genau. David, haben wir da drüben. Jo, das ist wieder eins. Und das haben wir es auch mal vorbei. Und damit nutzen wir das Pokémobil. Und. Ein Pokémobil. Yay, aber mal schauen. Was ist jetzt? Es regnet jetzt in allen Spielen auf einmal. Hier regnet es, ein Begossen regnet es, überall regnet es. Es ist belastend. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott.
Ultimative. Aranstreo, erster Pokémon. Das hat, glaube ich, das ganze hinter den Ohren. Und das tut man nicht mit bisschen mal hier so mit paar Pfunden zerlegen. Sieht mal, wie wenig das taugt, wie wenig das funktioniert. Vielleicht kommt auch noch ein Mitstreiter. Das ist alles nicht einfach. Was mache ich jetzt erstmal mit per normalen Pfund den Mitstreiter weg? Und jetzt leckt das Spiel, aber er ist ja gerade ein kleines bisschen. Und Slimer ist weg. Das Pokémon ist heftig. Smeartbo! Aber eigentlich muss es Entei verwenden. Weil der ist für genau sowas gedacht. Boah, das ist auch ein erster Pokémon. Und seine Steinkante scheint sehr effektiv zu sein. Wenn er jetzt nicht einschläft. Yo! Das tut mir natürlich nicht viel. Das ist klar. Jetzt machen wir nochmal das hier auf das große Pokémon. Und ich glaube, das wird. Ach, das kann die Attacken. Das wehrt es ab. Was zum Fuck? Dann probieren wir einfach mal. Keine Ahnung. Nitro-Ladung. Ah, da ist nichts. Ich hoffe, das geht dann aufs andere. Ui! Ich bin ja so krass überlegen. So krass überlegen mit dem Pokémon. Damit kann es jede Prüfung meistern. Das ist ja krank. So, du bist mit einem Swoops down. Und das andere ist auch gleich down. Das erste Pokémon ist geil. Weil es verliert kaum was an Leben. Und kann halt richtig rasieren. Wie wir es jetzt hier eben auch sehen. Und das ist sehr gut. Wenn es nicht gerade schläft. Mann, ich will doch nicht viel mehr von dir. Bis auf, dass du den einen Typen hier kalt machst. Okay, es läuft. Aber die letzten paar Meter müssten wir auch mit einem anderen Pokémon hinbekommen. Deshalb wird das jetzt einfach nochmal 1000 gegen ein Smeartbo. Und es damit nochmal probieren. Aber ich habe halt schon sehr viel Arbeit getan. Weil das von dem großen Ding 80% seiner KP weg ist. Der Blume Härtner, keine Ahnung. Nee, nutzt nicht viel. Alter, sein Pupa-Ding ist richtig. Ah! Okay, jetzt wurde es mal besiegt. Nehmen wir den Gesellen hier. Der Tackle. Wieder aufs Falsche zuerst. Das ist belastend. Alles klar. Nein. Moment mal, ich kann das Pokémon ja aufwecken. Ich müsste was ausprobieren. Wenn ich jetzt einen Beutel sau.
Aufwecker. Genau, und wenn es auf Endteil einsetzt, dann müsste er eigentlich aufwachen. Sehr schön, Endteil ist aufgewacht, das ist gut. Jetzt braucht er nämlich nur noch einmal mit einer Nitro-Ladung und dann ist das Ding weg. Natürlich läuft es direkt wieder ein. Wieso? Die Kampf zieht deswegen das heiße gerade so in die Länge. Nehmen wir es halt erstmal nochmal fertig her. Vielleicht taugt das auch für den Rest. Gott! Ich meine, Enter ist ein wirklich gutes Pokémon, was sehr krass ist, aber es darf halt nicht einschlafen. Denn wenn man so einen Aufwecker gibt, darf es danach nicht wieder einschlafen. Und jetzt, letztes liegt das an Entei, dass wir den besiegen, weil alles andere einfach down und tot ist. Deshalb will ich nochmal einen Aufwecker verwenden, in Hoffnung, dass es dann wieder hilft. Und dass wir den dann so kalt machen können. Das ist zumindest meine Hoffnung. Dementsprechend nochmal einen Aufwecker für Entei. Und jetzt bleibst du bitte auch wach. Und jetzt verliert das Ding so langsam und sicher die KP. So, noch einmal Nitro-Ladung, komm, das machst du jetzt. Oh Junge, was macht das Highsec? Dauert ein Nickerson, das ist belastend. Ich hab keine anderen Pokémon mehr. Jetzt mal ein anderes. Schläft Enter wieder. Das ist nicht schön, weil Enter verliert so all seine noch ein Aufwecker. Jetzt komm. Jetzt packst du's Enter. Also, ein Steinkante. Immer ist Ente jetzt eingeschlafen. Das ist sehr schön. Eisenzell, wie wir das mal. Ente, was machst du denn? Ist Hells gerade auf das? Nitro-Ladung, komm. Du Entei! Jetzt mach, was ich dir sage hier. Und fange ich an rumzusicken. Ist halt so ein bisschen belastend, ne? Entei! Da machst du ein Dingsfeuer. Das ist halt auch nicht wenig. Du, was eigentlich verrecken wir jetzt noch? Weil Entei so dumm ist, irgendetwas zu machen. No soak. Wie ist das hier? Du, das macht mir jetzt erst Angst. Will ich jetzt noch einmal? Wenn es da nicht geht, dann muss man irgendwas anderes. Nicht gut. Mach es erstmal ein Belieber, dann für ein anderes Pokémon. Dann ist für Cat. Weil man dann einfach für das Herser-Pokémon nur fast einen Belieber holen kann. Das musste auch gehen, nach der Logik. Muss es ja. Und jetzt haben wir mal, dass wir vielleicht, dass er jetzt nochmal gut genug drauf ist. Ich meine, wir mussten nur einmal noch treffen und alles ist gut. Weil Enter jetzt eh gleich weg ist. Nimm es jetzt. Aber das Beleber müsste Enter wiederkommen.
Aber jetzt erstmal Cat reinbringen. Hoffen, dass Cat nicht direkt down gemacht wird. Deshalb jetzt erstmal so Beutel gehe. Beleber hol. Und damit Entei wieder belebe. Weil das nicht Entei ein bisschen erholen kann. Also wir es mit dem Kratzer den Typen was zu tun. Weil dem fehlt echt nicht mehr viel. Ich glaube, das ist ein Kratzer. Und dann ist der Typ down. Und das ist dann auch gut so. Mein meister Pokémon hat so verdammt viel geholfen. Yes! Ich wurde besiegt. Ey, war das jetzt nur rumgefickt. Das war nicht easy. Aber wir haben es geschafft. Du besiegtest Aranistro, ein Herrscher. Yay. Ich bin beeindruckt, David. Komm doch bitte mal zu mir rüber. Das war vielleicht eine Überraschung. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ein riesiger Schwarm Lusardin erscheinen würde. Aber dann war da plötzlich dieses Anastro. Ich hätte glatt gedacht, ich bin hier. Das war wirklich eine reife Leistung, Respekt. Hier, das ist für dich. Mein Pokémon hätte es aber nie hinbekommen, ne? Muss ich gleich mal sagen. Und was ist das? Prüfung bestanden. Das ist schön. Also das war ja eine sehr, sehr spannende und coole Prüfung. Und jetzt gut, passt gut auf. So, und nicht anders geht die Pose für die Z-Kraft von Typ Wasser. Okay. Also, ist doch nicht alles. Du bekommst von mir eine Angel. Nur erst mit einem Wasserzeichen. Mit meinem Wasserzeichen. Ja, Angel ist doch auch durchaus interessant, ne? Lass mich dir das mal erklären. Möchtest du also ein Pokémon angeln, brauchst du nur Felsen im Wasser zu untersuchen. Sobald der Schwimmer der Angel versunken ist, leitet das Pokémon heftigen Widerstand. Und wenn dann das Ausrufezeichen erscheint, musst du augenblicklich den A-Knopf drücken, um an der Leine zu ziehen. Willst du das geangelte Pokémon fangen, bieten sie dafür die Tauchbälle wie diesen an. Okay, ich habe schon mal 10 Exemplare, das ist schön. Wusstest du übrigens, dass ich sogar mal ein rotes Garados an Land gezogen habe? Wow. Ja, so war das. Oder auch nicht. Du bist bestimmt sehr erschöpft. Soll ich dir jetzt mal zum Pocket Center auf Route 5 zurückbringen? Joa, bring mich nochmal zurück, das wäre nett. Okay, kehren wir erstmal zurück. Eigentlich können wir ja später. Als nächstes steht die Kiawes-Prüfung bevor. Sie wird im Vella-Vulkanpark abgehalten. Ach, noch was. Hast du die Mungel-Bauben bei der Ohana-Farm gesehen? Die kleinen Racker waren ungezogen, als ich mein Aquarium-Set ausgepackt und ihm eine Kostprobe meiner Set-Kraft gegeben. Dann haben sie sofort das weitergesucht. Wie würden sie wohl reagieren, wenn du auch plötzlich vor eurer Nase dein Aquarium-Set zückst? Das ist eine gute Frage. So, jetzt tue ich noch meine Pokémons geschwind stärken im Pocket Center und dann werde ich den Part auch beenden. Denn da ging jetzt da schon lang genug. Aber erst meine Pokémon wieder fett machen, denn das ist in uns Zweck der Aktion hier. Der dürfte ja auch relativ schnell gehen. So, danke. Jo, mach es. Auf Wiedersehen. So, und das war's mit dem Part, liebe Leute. Im nächsten Part geht's weiter. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao. Pardon. Boah, jetzt hat. Sorry dafür.